Hi! Willkommen zur Prinzessinnenparty. Seht euch dieses unglaubliche Schloss an, das ich gebaut habe. Wahnsinn! Kommt rein! Ich habe mir das Design ausgedacht. Wir werden hier eine Teeparty feiern. Ich erzähle euch, wie alles angefangen hat. Ich wachte auf und merkte, dass die Prinzessinnenparty vor der Tür stand. Ich habe mich so darauf gefreut. Ich werde Einladungen an all meine Freunde verschicken. Mom, die Prinzessinnenparty ist heute Abend. Oh, stimmt. Hier ist deine Krone. Was? Dad, die Prinzessinnenparty. Weißt du noch? Klar, das sollte reichen. Und das war's? Sie kümmern sich nicht um mich. Sie arbeiten rund um die Uhr. Ich wurde traurig und ging in die Garage, um mich abzureagieren. Oh. Unglaublich. Erzähl weiter. Meine Eltern sind totale Partymuffel. Was ist das? Eine Neonlampe. Wow, ich habe eine Idee. Ich werde ein richtiges Prinzessinnen-Schloss bauen. Direkt in der Garage. Aber zuerst muss ich den ganzen Krempel loswerden. Diese Kisten gehören in den Müll. Es ist so staubig hier. Ich muss sauber machen. Puh, noch eine leere Kiste. Meine Eltern können sich darum kümmern. Was ist in dieser Kiste? Blaue Tapeten. Die brauche ich für mein Schloss. Und die langweilige graue Wand hat sich in einen wunderschönen Himmel verwandelt. Die Tür wird mit Lametta verziert, das jemand in der Garage vergessen hat. Es reicht nicht für eine Prinzessinnenparty. Ich brauche Hilfe. Leute, es findet ein Notfallmeeting statt. Was sagt ihr? Wir bauen dieses Schloss hier. Und wir brauchen einen Bauplan. So soll das Schloss aussehen. Cool, klingt super. Wir sind hier fertig. Wow. Danke, aber ich kann das Schloss nicht alleine bauen. Ich brauche einen richtigen Bauarbeiter. Neil, kannst du mir beim Bau helfen? Was ist das? Ein Prinzessinnen-Schloss. Ich glaube, das kriege ich hin. Ich wusste es. Wo soll ich anfangen? Ach, ich fange einfach an. Messen. Sägen. Bohren. Und tada! Der Rahmen ist fertig. Zeit für die Wände. Ich werde sie sichern und Fenster ausschneiden. Das sieht schön aus. Genau wie auf dem Bauplan. Was soll das sein? Sieht nicht nach einem Schloss aus. Warum nicht? Ich habe mich an den Plan gehalten. Mir gefällt es aber nicht. Ich habe eine Idee. Ein Baumeister kam, hat alles durcheinander gebracht und ist dann gegangen. Oh je, das ist witzig. Aber er ist danach wiedergekommen. Ich habe Farbe mitgebracht. Lass uns alles rosa streichen. Klingt super. Gefällt es dir jetzt? Oh ja. Also bin ich frei. Gib mir 5. Bye. Ich gehe jetzt. Nicht so schnell. Du hast die Tür vergessen. Ihr werdet nie erraten, was er gesagt hat. Wer kümmert sich jetzt um die Tür? Keine Ahnung. Ich nicht. Ich kann keine Türen machen. Bist du sicher, dass du ein Bauarbeiter bist? Gut, dann lassen wir uns eben etwas einfallen. Daraus kann man eine Tür machen. Wie? Ich schneide es aus. Ist das nicht gefährlich? Nein. Oh. Wow. Siehst du,
Es ist total einfach. Du hast recht. Noch eine Tür. Ich benutze noch die Säge und... Fertig. Wir befestigen sie. Hey, super. Oh ja, warte. Wie macht man sie auf? Stimmt, wir brauchen Griffe. Hä? Und ein Bautacker. Fertig. Super, danke. Gib mir 5. Ich habe eine Idee. Ich werde Neil einen Streich spielen. Was für ein Streich? Hat das funktioniert? Neil, diese Ziegel sind zu schwer. Ich lasse sie gleich fallen. Hä? Und wozu brauchst du sie überhaupt? Deswegen! Pass auf! Hä? Reingelegt! Sie sind leicht. Das war ein komischer Streich. Aber die Ziegelsteine kann ich gebrauchen. Ich bin fertig. Ich auch. Oh. Ich habe weiße. Perfekt. Sieht super aus. Ich habe ein königliches Wappen. Ich habe eine bessere Idee. Ein echtes Prinzessinnenwappen. Wow, danke. Das Schloss sieht jetzt so echt aus. Wir müssen nur noch ein paar Details hinzufügen. Das erste Fenster. Und das andere Fenster. Sehr gut. Okay, ich muss los. Danke. Bye. Wie ist es so im Schloss? Oh, hier ist es so düster. Ich brauche wieder Hilfe. Was ist? Hier ist ja keiner. Habe ich es mir nur eingebildet? Neil, geh nicht weg. Das Schloss ist noch nicht fertig. Okay. Sieh doch selbst. Ja, du hast recht. Es gibt noch so viel zu tun. Reg dich nicht auf. Ich habe Tapeten. Abschneiden und aufkleben. Siehst du? Oh, sie schläft. Ich war so fertig, dass ich eingeschlafen bin. Und Neil fand, dass das Schloss ein Bett braucht. Auf dem Boden zu schlafen ist nicht gerade bequem. Ich werde ein Bett bauen. Ich füge all diese Teile zusammen. Ups, zu laut. Ich drehe die Lautstärke runter. Eine Matratze. Eine Decke und süße Kissen. Jetzt schläfst du in einem kuscheligen Bett. Und du brauchst ein Einhorn-Nachtlicht. Wow, ein Prinzessinnenbett. Was ist das? Regnet es? Wow. Nein, das ist dein neuer Rasen. Was sagst du? Oh, danke. Etwas fehlt aber noch. Ich werde ein Vordach aus einem Hula-Hoop-Reifen machen. Den Stoff mit einem Tacker befestigen. Und fertig ist das Himmelbett. Schaumgummi verwandelt sich in eine Wanddeko. Zeichnen. Und ausschneiden. Das ist eine königliche Deko. So kann man mit Magie die Wände verzieren. Das glauben wir dir nicht. Eine Wandstaffelei. Das ist ein Muss für jede Prinzessin. Ich werde sie befestigen und eine Landschaft malen.
Ich brauche drin und draußen Blumen. Was ist das für ein Lärm? Wow, noch mehr Bälle. Wann hast du ein Labyrinth mit deinem Pool gemacht? Ich komme. Hey, lass uns Basketball spielen. Pass auf. Nein, du musst den Korb treffen. Das machst du sehr gut. Das hat Spaß gemacht. Lass uns jetzt streichen. Wir haben also gespielt und danach alles angestrichen. Oh, wow. Hast du das alles alleine gemacht? Klar. Warum ist diese Ecke leer? Was soll da sein? Das weiß ich noch nicht. Ich weiß, eine Prinzessinnenuhr wird dort oben sein. Cool. Es ist schon bald Mittag. Oh nein. Die Prinzessinnenparty beginnt um 12. Und ich habe noch nichts vorbereitet. Wir haben noch 15 Minuten Zeit. Los, komm. Tisch, check. Kissen, check. Geschirr, check. Gerade noch rechtzeitig. Oh nein, ich habe mein Prinzessinnen-Outfit vergessen. Kopf hoch, ich habe ein Halloween-Kostüm. Vergiss es. Ein Bauarbeiterkostüm? Das ist mein Lieblingskostüm. Nein, ein Prinzessinnenkleid. Wow. Ja, das ist super. Ihr Lieben, helft unserer Prinzessin bei der Wahl des Outfits. Das erste, zweite oder dritte? Kommentiert unten. Und was sagst du? Wow, du bist die schönste Prinzessin, die ich je gesehen habe. Was ist mit deiner Krone? Hier. Oh, danke. Da klopft jemand. So bin ich also eine Prinzessin geworden. Und dann seid ihr gekommen. Was für eine spannende Geschichte. Klopf, klopf. Wer ist da? Ich schau mal nach. Wow, eine Rutsche. Kommt alle her. Ich liebe diese Rutsche. Ich auch. Sieh mal, was ich mir ausgedacht habe. Ein Schlossrucksack für echte Prinzessinnen. Los, geh rein. Und los. Was ist denn hier los? Und wo ist unsere Tochter? Psst, jemand will euch sehen. Mom, Dad. Hey. Oh. Oh. Was ist denn hier los? Ich kann es erklären. Hier ist die Rechnung. Sie ist ziemlich niedrig. Oh, verstehe.